Mich hat jemand am Fuß festgehalten, mein Schuss weg. Komisch gerade. Ja. Als wäre ich gerade. Ah, irgendwie tut mein Bein noch gerade brutal weh. Bei mir geht es gerade in die Hüfte und es fühlt sich gerade so an, als wäre mein Körper nicht meine. Lauf! Alter, da hat mich was an meinem Fuß festgehalten. Mein Schuh ist weg! Alter, mein Schuh ist weg! Wo ist mein Schuh? Warte, komm mal ganz kurz, Markus. Wo ist mein Schuh? Ey, irgendwas hat sich mein Schuh gekrallt. Da war es auf dem Bein, Alter. Mein Schuh ist weg. Ja, bleib du mal doch. Kommt jemand mit mir? Warte. Nee, wie geht's zusammen? Also, wir haben gerade weiter gefragt. Also, uns beide ging es gerade extrem scheiße. Aber mir wollte gerade hinlaufen und guck mal. Ey, Leute, was ich euch jetzt sag, ist kein Scheiß. Ja, dann erzähl du zuerst, weil dann erzähl ich. Oh. Mich hat jemand am Fuß festgehalten, mein Schuh ist weg. Wie weit weg? Gerade eben. Wo ist mein Schuh? So weit sind wir gar nicht, ja. Ey, komm, hör doch auf, Mann. Wer pfeift denn da? War das nicht gleich? Das warst du. Ey, ganz kurz, Leute. Ja, einmal durch. Ne? Ganz kurz. Ey. Ich wollte laufen, ich habe mein Bein nicht mehr hinterher gekriegt. Weil es kam bei uns auch Marc. Ja, es kam mehrfach Marc und dann habe ich gefragt, was willst du von Marc? Und dann kam Dämon und dann kam Baal. Leute, guckt euch das an. Ja, mir nämlich auch. Wir haben gefragt, ob jemand da ist, der uns schaden will. Und dann kam Baal, nee, Dämon. Dann haben wir gefragt, welchen Namen hat der Dämon? Baal. Ja. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Ja. Haut ab. Ey, jetzt. Mal ganz im Ernst, gell? Ich hab so mein Bein nachgezogen und hab zu dem gesagt, renn, lauf. Mein Schuh ist weg. Ey, weißt du, wie meine Schuhe geschnürt sind? Ja. Niemals fällt der mir vom Fuß ab. Oder sehe ich da Lichtpunkte? Ey, das ist das Schrägste. Das Schrägste, was mir jemals passiert ist. So, wir holen uns den Schuh jetzt zurück. Sie lassen uns bitte in Ruhe. Lasst mich den erstmal abfilmen. Ey, unfassbar. Ey, unfassbar. Der ist komplett zu. Ja, der ist komplett zu. Sorry, wenn ich lache, aber das ist nicht normal. Kennst du die erste Frage, die wir noch gestellt haben? Was hat das mit dem scheiß Ding auf sich? Und dann kam Hilfe. Du weißt, was ich meine. Was kam bei uns? Kam bei euch alle Hilfe? Mhm. Mir ist schwindelig geworden oben. Er stand oben, dann wurde es ihm schwindelig. In dem Moment, wo er weggeht, kam ein Hilfe. Was ist das an? Ja, wir haben nur Hilfe gehört. Gesungenes Hilfe. Der Schuh ist komplett zugebunden. Ja, du kommst so gar nicht rein. Nee, ich komme auch so gar nicht rein, weil ich die immer aufmache und dann komplett zuschnüre, feste zuschnüre. Was ich dann? Ich gerade deine Hose hoch. Warum, was ist? Nee, dass du jetzt nur Katze an der Beine hast. Nee, das würde ich sofort merken. Nee, das Feeling kenne ich schon, aber das,
Wir laufen hier entlang. Irgendwie ging es beide scheiße. Pass auf, und ich will einen Schritt machen und ich merke, dass mein Bein zurückgeht, als ob mich jemand festhält. Mhm. Und als es losging, habe ich zu ihm gesagt, lauf, weil ich wusste ganz genau, jetzt stimmt was nicht. Hallo Freunde der gruseligen Unterhaltung und willkommen zu unserem 30k YouTube-Abo-Special. Wer sich jetzt schon freut, den ein oder anderen aus dem Team wiederzusehen, den muss ich leider enttäuschen, weil wie man dem Titel entnehmen kann, war ich diesmal alleine unterwegs. Soll man nicht machen? Ich weiß, aber das hat alles seinen Grund. Seit Monaten bin ich und meine Familie absolut vom Pech verfolgt. Ich möchte jetzt wirklich nicht alles aufzählen, was passiert ist, aber es ist auffällig, dass das nicht normal ist. Die Krönung war, dass vor circa 3 Wochen mein treues Auto kaputt gegangen ist. Was natürlich auch mal passieren kann. Also verkauft und ein neues gekauft. Das war dann auch plötzlich kaputt. Naja gut, was heißt kaputt? Mein eigenes Auto hat mich nicht mehr einsteigen lassen. Ich konnte es nicht mehr öffnen. Die komplette Elektrik hat am Rad gedreht. Und als ich dann das sündhaft teure Teil, das Ersatzteil, gekauft hatte, dachte sich das Auto am nächsten Tag, ich funktioniere einfach wieder. Was das Ganze noch merkwürdiger machte. Kurz gesagt, es sind wirklich die letzten Monate viele, viele Sachen passiert, die bei mir alle Alarmglocken auf höchste Lautstärke klingeln ließen. Ich hatte nach unserem Halloween-Special letztes Jahr im Galgenwald schon so ein bisschen das Gefühl, hoffentlich habe ich mir mal nichts eingefangen. Diese Fratze, die ich dort gesehen hatte, kurz bevor es mir den Schuh ausgezogen hat, verfolgte mich wirklich in meinen Träumen, noch bis vor kurzem. Es schien so, als hätte ich einen Feind, jemand, der sich an mir festgebissen hat, jemand, der sich an meinem Leid erfreut. Und da hört's auf. Keiner macht Faxen mit meiner Familie. Also kratzte ich meinen ganzen Mut zusammen und dachte mir, ich gehe zurück, alleine, um diese Sache zu Ende zu führen. Kurz gesagt, ich musste meinen Feind finden, um zu wissen, was er von mir möchte. Und im besten Fall, ihm von der Idee abzubringen, mir weiterhin zu folgen. Mein Gefühl sagte mir einfach, er ist es. Also plante ich hinter dem Rücken meines Teams diese wahnwitzige Aktion. Und Leute, ganz unter uns, ich hatte wirklich Respekt. Nein, Quatsch, ich hatte Angst. Aber es war mir egal, bis ich mit meinem Equipment nachts um 10 zu meinem Auto lief, um zur Location zu fahren. Da passierte etwas, was so unglaublich war, dass ich zurückgelaufen bin und gesagt habe, Julia, komm bitte mit und sieh dir das an. Ja, und genau da werden wir jetzt ansetzen. Leute, das folgende Material ist absolut wild, krank, geisteskrank und was ihr euch sonst noch alles vorstellen könnt. Also, und los geht die Untersuchung. Oder besser gesagt, die Freakshow. Also nicht genug, dass ich eh schon so eine Angst habe. Ich will jetzt gerade losfahren. Und in meinem Auto flackert das Licht die ganze Zeit. Könnt ihr das sehen? Ja komm, jetzt mach's noch einmal. Passiert das auch, wenn ich nicht da bin? Ja komm, dann mach's da noch mal. Dann fahr ich nicht. Muss schon noch mal aufflackern lassen. Ja, sonst fahr ich nicht, wie gesagt. Dann geh ich wieder. Gibt's doch nicht. Unfassbar. Und drücke ich wieder Stopp, weil es passiert ja nichts mehr. Weiter geht's, das Licht flackert wieder. Da. Unfassbar. Absolut unfassbar. Jetzt weiß ich nicht, ob ich fahren soll oder nicht. Jetzt kriege ich so ein bisschen mit der Angst zu tun. So, jetzt haben wir die Freakshow wieder. Hör auf. Jetzt ist Julia mitgekommen. Und erst ist gar nichts passiert. Und jetzt geht wieder die ganze Zeit im Auto das Licht an.
Könnt ihr das sehen? Obwohl es gerade keinen Stromkreislauf gibt, das Auto ist abgeschlossen. Und als wir aufs Auto zugelaufen sind, ist nichts passiert. Und ich habe doch gesagt, ja komm, dann mach doch nochmal, jetzt ist Julia hier, dann kann sie es auch sehen. Komm schon, Schatz, bitte. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch nicht normal. Hä? Ja, schau dich miese Grüße. Ja. Wenn ich nachher zurück zum Auto laufe und sehe, das mache ich mir freiwillig ein. Und stell dir mal vor, das wäre immer so. Wir haben nächste Nacht die Batterie leer. So, und zum Beweis, jetzt mache ich das Auto auf. So, Auto ist auf. Jetzt machen wir es nochmal zu. Licht aus. Weißt du, was ich meine? Guck. Oh. Pass auf, wir machen jetzt ein Spiel, ja? Hör mal auf damit. Wenn ich da nicht hinfahren soll, dann lass das Licht mal an. Dann weiß ich, dass ich da nicht hinfahren soll. Einfach das Licht anlassen. Mal so für 5 Sekunden, dann fahre ich da nicht hin. Und wenn ich hinfahren soll, dann mach das jetzt nochmal, dass das Licht angeht. Ja, dann mache ich mich jetzt trotzdem auf den Weg. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen, am Ort des Geschehens und mir dreht sich echt böse der Magen. Ich muss gerade mal die Kamera hier so ein bisschen, muss die mit einer Hand festhalten, weil dieses Geflacker in meinem Auto, als ich losfahren wollte, war schon echt wild und hat in mir echt einiges ausgelöst, weil das ist ja echt mein Endgegner heute, Leute. Ich muss mir das beweisen. Ich bin auch hier heute auf eigener Faust, also das Team weiß nicht, was ich hier gerade mache. Das wird nicht jeder gut finden, aber heute macht Chef einfach mal Chefsachen. Ja, und los geht's. Oh Mann. Ja Leute, es gibt immer wieder so Momente, wo ich mich frage, ob das alles so cool ist, was ich mache. Aber ich habe halt echt einen Dachschaden, ne? Muss man ganz klar sagen. Hier knackt es überall. Habe ich mir da wieder eingebrockt. Oh. Ich weiß, ihr könnt nicht viel sehen. Ich bin bepackt. Heute bin ich mein eigener Kameramann. Aber jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Ist ja nicht so, dass die Sachen nicht schwer sind. Ja. Boah, ich muss euch mal so nehmen. Ich weiß, ihr könnt nichts sehen, aber ihr seid dabei. Stellt euch einfach vor,
Wir laufen jetzt hier durch den Wald. Alles ist gut. So. Dann haben wir es auch geschafft. Sind wir da. Auch wenn ihr von dem Weg jetzt nicht mit viel bekommen habt. Auch wenn ihr von dem Weg nicht viel mitbekommen habt. So. Genau. Da wollten wir hin. Hallo, ist hier irgendjemand? Könnt wetten, ihr könnt das Kreuz nicht sehen, doch. Jetzt kann man es leicht erkennen. Ja, ich habe heute echt nur Notausrüstung dabei. Oh Mann, auf was habe ich mich hier eingelassen? Leute, auf was habe ich mich hier eingelassen? So, ich bin hier. Ja Leute, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr euch jetzt fragt, warum? Warum macht er das? Das weiß ich gerade selber nicht. Doch, ich weiß es. Klar, Quatsch. Ich bin mir einfach sicher, dass sich hier jemand an mich geheftet hat damals, als das mit meinem Schuh passiert ist. Und vieles, was danach passiert ist, ist einfach nicht mehr normal. Und ich will mein Leben zurück. Meine Familie will ihr Leben zurück. Und falls du jetzt zuhörst, ja genau, wegen dir bin ich hierher gekommen. Wir müssen reden. Dringend. Im Guten oder im Bösen. Das liegt an dir, nicht an mir. Ich komme definitiv mit guten Absichten. Ich will heute Abend hier niemanden beleidigen oder irgendwie anspielen, was hier passiert ist. Ich will nur wissen, ob mir jemand gefolgt ist. Also Leute, ihr habt es mitbekommen. Marc alleine im Galgenwald. Total bescheuert. Also die Idee kam gestern spontan. Da war ich irgendwie mutiger, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber jetzt gerade geht dem Chef so ein ganz klein bisschen der AA-Stift. Aber gut, jetzt bin ich hier. 30.000 Abo-Special. Leute, wenn das kein Abo-Special ist. Ich weiß, das ganze Team ist heute nicht dabei, aber das kostet mich echt fucking Überwindung, ey. Fucking Überwindung. Ich weiß einfach, dass hier alles angefangen hat und das macht mich gerade extremst nervös. Gerade mit dem Kreuz im Hintergrund macht's nicht besser. Also Plan ist, ich werde jetzt die Kinect anschmeißen und werde erstmal gucken, ob mein Buddy hier ist. Ja, wir haben eine Verabredung. Ich bin da. Und dann wollen wir mal gucken, ob er auch da ist. Spirit Box. Ein bisschen nochmal hier durch die Umgebung streifen. Und Leute, ich sag's euch, wenn ich die Schnauze voll habe, fahre ich nach Hause. Ob das ganze Ding dann hier 20 Minuten oder 30 Minuten geht, seht's mir nach. Das ist mir dann echt egal. Weil das ist eine andere Hausnummer, was ich heute Abend hier mache. Und ich werde mir auch von meinem Team bestimmt später noch einiges anhören müssen. Aber es gibt einfach Sachen, ja, wie ich vorhin gesagt habe, heute Abend macht mal Chef Chefsachen. Gucken, ob der alte Mann es noch drauf hat. Schauen wir mal. So, dann wollen wir doch mal gucken. Falls irgendjemand hier ist,
kann er sich gern mal hier vor mich hinstellen. Und dann kann ich sie nämlich aufnehmen. Und falls mein alter Bekannter jetzt gerade hier ist, wovon ich schwer ausgehe, wir beide haben was zu besprechen. Wäre schön, wenn du rauskommen würdest. Na, wie schaut's aus? Wie gesagt, ich will hier niemandem was Böses. Ich will nur wissen, ob mich irgendjemand verfolgt. Es wäre schön, wenn sich jemand zeigen würde. Also ich habe mir das sehr leicht vorgestellt. Ich sehe gerade mal gar nichts. Oh. Oh, du sitzt auf dem Boden? Was machst du auf dem Boden? Kannst du bitte aufstehen? Ich will wissen, wer du bist. Wo bist du jetzt hingegangen? Sitzt da einfach auf dem Boden. Oh. Ja, hallo. Wer bist du denn? Willst du mir was Böses? Also ich will dir nichts Böses. Wäre schön, wenn wir irgendwie in Ruhe reden könnten. Okay. Nee, magst nicht. Das war aber jetzt echt ein kurzes Vergnügen. Magst du dich nochmal zeigen? Die Kamera auch böse unscharf hier und da. Wer bist du denn? Bist du vielleicht mein alter Bekannter und hast jetzt echt auf mich gewartet und sitzt dort? Würde zu dir passen. Oh, was war das? Bist du alleine hier oder ist noch irgendjemand anders hier? Oh, da. Was machst du jetzt da unten? Auf dem Boden. Und weg. Okay, also wir können definitiv gleich reden. Ist kein Problem. Vielleicht hast du ja auch schon was gesagt und ich habe dich hier auf der Kamera. Okay, jetzt klingt so, als ob jemand kommt. Es weiß keiner, dass ich hier bin. Ich stelle mir die Kinect mal kurz ab. Und gucken mal, was jetzt passiert. Und mein Freund die Spinne ist auch am Start. Oh, er steht direkt am Galgen. Leck mich doch. Hallo, grüße dich. Schaut, er steht direkt am Galgen. Bist du derjenige, der mich verfolgt? Gehe ich da richtig in der Annahme? Heb mal deine Hand, wenn das stimmt. Leute, er steht direkt am Galgen. Ich habe jetzt nur die Kamera abgestellt, um abzuwarten, ob da jemand kommt. Aber schaut euch das an. Willst du mir irgendwas sagen? Also wie gesagt, er steht direkt hier. Am Galgen. Also ich bin der Marc, du kennst mich bestimmt, ich war schon zweimal hier. Heute ist das dritte Mal. Und vielleicht kannst du mir helfen, wenn du nett zu mir bist. Ich kann dir auch helfen, du musst mir nur sagen, wie ich dir helfen kann. Wir haben hier ein Foto von jemandem gemacht, der
ich sag's einfach mal, sehr hässlich ist. Guckt, Galgen. Und ich habe die Vermutung, dass er mir was Böses will und mich und meine Familie verfolgt und mir Pech bringt. Könnte das sein? Also nur mal für euer besseres Verständnis. Mein lieber Freund steht genau hier, wo die Hexen verbrannt wurden. Ja, komm, wir machen dir mal ein bisschen Licht, weil was ich hier aufnehme, können ganz viele Menschen sehen. Ja? Die denken, dich gibt's gar nicht. Und jetzt stehst du da. Was machst du da mit deinem Arm die ganze Zeit? Also wie gesagt, wir können reden. Ich kann dich vielleicht jetzt direkt nicht verstehen. Aber wenn du hier gestorben bist, dann tut mir das sehr leid. Irgendwas geht hier gerade ab. Leute, ich bin alleine mitten im Wald. Hier steht jemand und ich höre Schritte von links. Ich will nicht unhöflich sein und dir den Rücken zudrehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob sich hier aus dem Wald jemand anschleicht. Also bitte ganz cool bleiben, ich bleibe es auch. So, und jetzt zu dir nochmal. Möchtest du dann irgendwie mit mir in Kontakt treten? Oder bist du einfach nur da, um zu sehen, was ich tue? Oh, okay. Was ist das für ein Zeichen, was du da machst? Du zuckst irgendwie so komisch. Willst du mir damit irgendwas sagen? Kannst du mal ein Handzeichen machen, dass wir uns besser verständigen können? Faszinierend, also wirklich Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so schnell rauskommt, aber liegt das daran, dass ich alleine bin, ne? Aber deine Bewegung, die du machst, die kann ich nicht deuten. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Okay, spielst du irgendwie Violine oder was ist das? Sah eben kurz so aus. Wie gesagt, entschuldige, wenn ich dich jetzt gerade nicht verstehen kann, aber das kann ich vielleicht später, wenn meine Geräte laufen. Dann weiß ich, was du mir sagen willst. Aber ich finde es erstmal echt absolut faszinierend, dass du bei mir bist. Ich hoffe, dass du gute Absichten hast, weil ich habe hier auch schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. So. Okay. Warum steigst du so weit nach oben? Upp. Alter, krass, als ob irgendjemand eben die Kinect gedreht hätte, aus meiner Hand. Ich meine, ich habe sie in einer Hand. Weiß nicht, ob man das... Moment, ich muss meine Lampe anmachen. So, ich habe sie hier in einer Hand. So, genau. Und die hat sich gerade einmal komplett gedreht, als er nach oben gegangen ist. Und jetzt ist er weg. Ey, entschuldigt wirklich die beschissene Kameraführung, aber ich bin alleine, ich habe keinen Kameramann, nichts. Der ist voll aufgestiegen. Und oben an der Kreuzspitze verschwunden. Jetzt ist er... Oh, jetzt bist du aber ein bisschen nah, kann das sein? Ich gehe mal ein Stück zurück, weil ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie kuscheln oder so. Jetzt bist du auch schon wieder weg. Jetzt muss ich meine Lampe wieder ausmachen, sonst sehe ich dich nicht. Ja, alles ein bisschen chaotisch. Wo bist du jetzt hin? Hallo? Einfach gegangen jetzt, oder was? Nein. Jetzt komm schon. Hab mich so gefreut, dass du da warst. Also ihr könnt es an der Kamera sehen. Ich zittere etwas. Der alte Hase
Der krasse Marc von Parenk hat gerade echt so ein bisschen AA-Stift in der Hose. Okay, jetzt kommt jemand. Ganz deutlich gehört. Hallo? Ihr habt es bestimmt auch gehört. Also meine Lampen taugen hier in der kompletten Dunkelheit so rein gar nichts. Markus, ich vermisse deine Lampe. Gerade. Etwas. Klar, da läuft doch jemand. 1000%. Nö. Da ist niemand. Aber das kennen wir ja. So, was macht mein Freund am Galgen? Ne, der ist jetzt. Der hat sich jetzt aus dem Staub gemacht. Probieren wir es noch einmal. Ich will ja nämlich auch nicht übernachten heute, so alleine. Ne? Der ist weg. Gut. Vielleicht wollen wir ja dann hier alle mal eine Runde reden. Ja, also ich mache jetzt erstmal hier meinen Zauberkasten aus. Wenn ihr das so nennen wollt, können wir das gerne so machen. Und schalte jetzt mal mein Gerät aus und schalte das nächste Gerät ein. So, und packe es auch gleich weg. Weil wenn ich eins gelernt habe, ist, eine schnelle Flucht ist eine gute Flucht. So Leute, aber jetzt mal ganz im Ernst, was ist denn das bitte? Und wie gesagt, wenn jetzt die Kamera ein bisschen wackelt, ich zitter echt. Also, ich glaube, nach dem Poltergeist Hotel ist das ja die wahnwitzigste Idee, die ich jemals hatte. Aber hallo, 30.000 Abonnenten, irgendwas muss ich bringen. Ja, also ich kann ja nicht irgendwie mir ein Kondom über den Kopf ziehen, nackt durch die Kamera rennen und schreien, hurra, ich bin ein Tintenfisch. Gut. Wird Zeit für die Spiritbox. So, da bin ich wieder. Hab hier einen kleinen Ball mitgebracht, weil ihr habt es ja mal geschafft, hier unsere Lichtpucks rumzukicken und rumzuschmeißen. Das seid ihr natürlich heute Abend wieder eingeladen. Nur die guten Entitäten, ja. Die Bösen, die mag ich hier ehrlich gesagt gar nicht haben. Was für eine Scheiße. Leute, wisst ihr, was ich sehe? Genau das, das hier, das sehe ich. Nichts, schwarz. Also mit der Lampe kann man echt keinen Krieg mehr gewinnen. Na gut, ist schon 7 Jahre alt. So, Spiritbox. Ich weiß nicht, ob das heute Abend die beste Idee war, die ich jemals hatte. Ah, ich habe die Kinect angemacht. Also die letzten Male, wo wir hier waren, mussten wir echt lange rumlaufen, um irgendwie mal was draufzukriegen. Und ich bin so 5 Minuten gelaufen und habe mir dann gedacht, ja komm, ich stelle sie mal ab und stelle mal ein paar Fragen. Und zack, steht jemand oben am Kreuz. Der war die ganze Zeit da und ich habe gesagt, er soll mir ein Handzeichen geben. Und er hat immer mit der Hand so weggemacht. So, weggehen. Pass auf, Schatzi. Wenn du bis 12 von mir nichts hörst, dann ruf mich bitte an. Gehe ich nicht ran, dann ruf Markus oder Roman an und sagen, die sollen schon ins Auto setzen und sollen sofort herkommen. Okay, der Kinder ist strenger, ne? Ja. Okay. Weil ich muss mich absichern. Wenn du bis 12 von mir nichts gehört hast, ruf mich einmal an. Gehe ich nicht ran, ruf den an und sag dem, der soll sofort herkommen. Ja. Weil das ist nicht normal, dass sie direkt aufgetaucht sind. Das ist nicht normal. Und ich schaue die ganze Zeit hier aus dem Wald hin, wenn ich schritte. Klar können das Tiere sein, weißt du, aber das macht mich echt nervös. Oh. Oh oh. Bleib dran, Schütze. Bleib dran. Hallo?
Also Schatz, kein Scheiß, ne? Dass wir gerade telefoniert haben. Da kommt doch jemand. Bleib mal kurz dran, bitte, ja? Ja, ja, ich bin dran. Ja, also wie gesagt, 12 Uhr ist Stichzeit, okay? Okay. Alles klar, ich lieb dich. Ich auch. Ciao, ciao. Alles vorbereitet für Operation totaler Schwachsinn, Alter. Weißt du, was ich mir dabei wieder gedacht habe? Aber gut. Hinter mir der Galgen. Aux Input Mode. So Leute, jetzt könnt ihr reden. Und jetzt möchte ich gerne mit meinem speziellen Freund hier mal reden, der mir meinen Schuh ausgezogen hat. Junge, Junge, du traust dich was. Ich bin ein Mann Gottes, Mann. Was traust du dich? Ich bin hierher gekommen, weil ich denke, dass ich dich von hier aus mitgenommen habe, beziehungsweise du immer wieder mir folgst und Dinge machst, die absolut unglaublich sind. In meinem Auto das Licht an- und ausmachst, mein Auto kaputt gehen lässt, Auto Nummer 2 kaputt gehen lässt, zu Hause meine Elektrik verrückt spielen lässt. Es reicht. Ja, fertig. Ja, fertig. Ja, fertig. Ja, fein. Nein, das ist nicht fein. Also wie gesagt, die netten Entitäten, die mir nichts wollen, ich mach euch nichts. Ich möchte nur von dem einen was. Der weiß schon, dass er gemeint ist. Hier, kannst du reden. Sag mir einfach, was dein scheiß Problem ist, ey. Ich bin damals nicht hierher gekommen, um dir irgendwas zu tun. Ich will den Leuten da draußen einfach nur zeigen, dass es nach dem Tod noch was gibt. Und keine bösen Absichten. Es wäre auch schön, wenn ich heute meinen Schuh anbehalten darf. Aber ich habe, wie gesagt, so ein paar Fragen an dich. Hast du mal als Mensch gelebt? Und falls du nicht weißt, dass ich dich meine, habe ich auch ein Bild von dir. Okay. Das hier. Möchte ich gerne reden. Weil ich denke, dass du dir da echt einen Spaß draus machst, mein Leben zur Hölle zu machen seit Monaten. Und ich sag dir was, ich kämpfe für meine Familie, ich stehe für meine Familie. Und ich lasse es nicht zu, dass du uns quälst. Jetzt kannst du reden, sag mir, was du möchtest. Was ist dein Problem?
Vielleicht dein Problem, dass ich damals hier das Feuer angemacht habe. Was ist dein Problem? Wie gesagt, lass uns drüber reden. Wir können es nur klären, wenn du mir sagst, was ich verkehrt gemacht habe. Ich wiederhole es nochmal, in meinem Leben passieren verrückte Sachen. Und ich gehe auch fest davon aus, dass du vor ein paar Wochen auf dem Rosenstein warst. Da hast du mich reingebissen. Sehr feige, ey. Echt, ohne Scheiß. Ich war schon so ein ganz klein bisschen fusselig gewesen, ja, nachdem du das gemacht hast. Direkt damit aufhören, okay? Auf so einen Scheiß stehe ich überhaupt nicht. Du willst echt wissen, ne? Der da hinten, der da gestanden hat, der war cool. Aber ich spüre, dass du da bist. Ich spür's. Na komm. Was, hey? Ja, ich bin hier. Wie bitte? Das hab ich leider nicht verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen. Okay, irgendwie komisches Geräusch von rechts. Könnt ihr gerade bestimmt nicht hören, weil die Spiritbox zu laut ist, aber irgendwas da drüben klingt elektrisch. So wie wenn Drähte, offene Drähte aufeinander kommen. Zzz. Okay. Erzählt mir mehr. War das gerade ein Gehen? Kein Problem, ich pack zusammen und gehe, müsst mir nur sagen. Ich weiß ja auch nicht, wie konnte ich nur denken, dass das eine gute Idee ist, hierher zu euch zu kommen alleine. Aber wir können noch ein bisschen laufen, kein Problem. Vielleicht werdet ihr dann gesprächig. Okay. Wo ist er hin? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist er hin? Ich kann ihn gar nicht sehen. Wollt ihr mich warnen vor ihm? Alter, ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier gar nichts. Richtig.
So, stimmt euch einfach mal so mit, weil so könnt ihr wenigstens was sehen. Also sprecht mit mir. Sagt mir ganz einfach, was hier nicht passt. Oder ob er mich tatsächlich verfolgt hat. Ich bin mir sicher, dass er es ist. Und sagt mir nicht, dass ich einen Knall habe, das weiß ich selber. So, komm, jetzt schieß mal los. Jetzt sag mal, was hier Sache ist. Ich kann auch gern zu dir hochkommen. So, jetzt stehe ich hier oben. Ich weiß, im Hintergrund sieht man nichts. Aber da steht der Galgen. Also heute gibt es nicht viel zu sehen, aber vielleicht kommt die Atmosphäre rüber. Der wird mir echt gerade ein bisschen anders. Also, wie schaut's? Guck mal, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Marki, beziehungsweise steht. Der echt keinen Bock zu quatschen, was ist los? So. Es ist eine gute Idee, dass ich heute hierher gekommen bin. Ja, okay. Beruhigt mich jetzt nicht so, wie du das gesagt hast, aber... Könnt ihr mir den Namen sagen von dieser Person? Das Bild gerade eben gezeigt. Wer ist das? Wow. Jetzt wäre ich fast hier abgeschmiert. Ich glaube, ich gehe mal da runter. Bin ein bisschen zu leichtsinnig. So, wie schaut's aus? Wow, okay. Was machen wir heute noch Schönes, ihr Hübschen? Ich muss meinen Freund finden. Könnt ihr mir helfen, der mir den Schuh hier ausgezogen hat? Den suche ich. Könnt ihr mir was dazu sagen? Wer? Ja, das ist eine gute Frage. Ich will ja wissen, wer er ist. Hm? Wie heißt er? Im Wald? Ihr wollt nicht echt, dass ich da reingehe, oder? Im Wald. Klar. Gehe ich ganz locker rein. Oh. Oh, 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 okay. Da nähert sich was mir. Also ich hab's ganz deutlich gehört. Ganz deutlich gehört, dass da jemand kommt. Lass mal die Spiritbox mal kurz aus, weil ich muss jetzt erstmal abchecken, was hier abgeht. Leute, das klingt vielleicht alles hier und da ein bisschen lustig, was ich mache, aber ich will einfach nur überspielen, dass ich mordsnervös bin. Mordsnervös. Ja, das ist doch...
ja, hier rumschleichen und so. Oh, da lief jemand. Da lief jemand. Da. Und meine Lampe ist zu schwach. Ich hab's nicht draufgekriegt. Ich hab einen schwarzen Schatten gesehen. Von hier nach da. Ich weiß, ihr seht bestimmt nichts, ne? Totale Kacke. Oh, fuck. Aber ihr konntet es vielleicht hören. Ich bild mir das nicht ein. Okay, ich guck mal, dass ich in meine Lampe mal ein paar neue Batterien reinpack. Weil hier in völliger Dunkelheit, bin ich ganz ehrlich. Habt ihr das Quietschen gehört? Also nicht das Motorrad. Sondern dieses kam von dort, circa 10 Meter von mir weg. Und siehe da, es werde Licht. Schon wieder eine Bewegung. Gut, wir sind im Wald, ja. Ist mir schon bewusst. Und hier stand der Kollege. Und ist nach oben verschwunden. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Wie gesagt, ich habe hier Spielzeuge dabei. Das kannst du dir mal ansehen. Einmal ein Funkgerät, darüber kannst du sprechen. Dieser Kasten hier, der piept, wenn du näher kommst. Und den Ball, den kannst du ganz einfach mal bewegen. Ich werde das später kontrollieren, ob du den vielleicht mal benutzt hast. So, zumindest haben wir jetzt Licht. Ich meine Taschenlampe wieder ausmachen. Weil Handy-Akku ist jetzt gerade echt wichtig. Was ist da das? Leute, hier ist weit und breit nichts. Alter. What's that? Also dieses Geräusch habe ich ja noch nie gehört. Klingt irgendwie nach Schienen or what? Das macht das irgendwie auch nicht alles besser. Aber ich muss ehrlich sagen, beide Hände voll zu haben, ist sehr ungewohnt. Lampe halten. Normalerweise haben wir so eine gute Lampe, die von Markus. Die steckt mal oben drauf und dann ist gut. Aber der gute Markus ist heute nicht mit dabei. Was? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du hast nicht den Ball geschmissen, oder? Du hast nicht den Ball geschmissen, oder? Leute! Da bewegt sich was. Alter, der Ball! Wie krass ist das denn? Also, ich habe beide Hände voll. Ich kann nichts anfassen und... Der lag doch gerade noch hier. Habe ich den vielleicht berührt? Wir stellen das nach. Ich stand hier und habe noch hier runter gefilmt, gehe hier vorbei und der Ball fliegt. Also an der Stelle jetzt hier, wo ich jetzt stehe, fliegt der Ball. Ey, sorry Leute, ich muss auf Pause machen, das muss ich mir auf dem Tape angucken. Bis gleich. Was? 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 Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du hast nicht den Ball geschmissen, oder? Okay, also der Ball ist von der Mauer runtergeflogen. Weiß jetzt nicht, was ich anderes zu euch sagen soll. Ob es am Ende ein Tier war, ich habe nichts gehört, aber der ist jetzt gerade hier im hohen Bogen durchs Bild geflogen. Ihr habt es gesehen. Ah, jetzt... Jetzt wird es schon komisch.
Jetzt wird's bunt, klein und komisch. Oh Mann, das war keine gute Idee, ich wusste das. Joa, also anscheinend kannst du den Ball bewegen und den Ball rumwerfen. Ist ja interessant, aber das soll nicht jetzt irgendwie respektlos klingen. Helf mir lieber, diese Entität zu finden. Ihr wisst welche. Ich brauche echt Hilfe von ein paar guten Seelen. Gut, dann können wir auch nochmal die Spiritbox anmachen. Nebenher. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Spannendes raus. Ja, jetzt kommt da nichts mehr raus. Aux Input Mode. Okay. Das klang gerade auch echt komisch. Also, Ball. Hände wieder voll. Ja komm, sag mir, wer hat den Ball? Marc, ja, ich bin hier. Was wollt ihr mir sagen? Also jetzt wird's ganz verrückt. Jetzt hört man von unten Schreie. Also entweder kommen jetzt gleich die Jugendliche hoch oder ich verliere jetzt komplett den Verstand, Alter. Tief durchatmen. Ja, das verlangt mir heute Abend ja einiges ab. Ja. Schatz? Hm? Ich würde eigentlich jetzt schon ganz gerne nach Hause kommen, so. Dann komm. Schatz, weiß, was hier abgeht. Hm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ach doch, ich denke nicht. Die haben hier an mir vorbei einen Ball geschmissen. Ich hab's auf Kamera. Der lag vorher. Ja, Schatzi, der lag vorher hier auf der Mauer, wo das Kreuz ist. Ich war bestimmt 4-5 Meter von weg und habe auch die Hände voll gehabt und du siehst den Ball quasi durchs Bild fliegen. Okay. Mhm. Deswegen mir ist gerade so ganz klar ein bisschen komisch. Gut, dann komm mal einfach rein, Schatz. Nein, Schatz, ich habe noch nicht genug Material. Außerdem ist meine Mission hier noch nicht vorbei. Das kann jetzt noch nicht gehen, das geht nicht. Weil dann war alles umsonst am Ende, weißt du? Aber jetzt geht's gerade richtig ab. Okay, packst du das? Was meinst du, packe ich das? Ja, so emotional. Ja, muss, Schatzi. Jetzt bin ich hier, jetzt zieh's auch durch. Aber mir schlottern schon die Knie wie Sau. Wenn's nicht geht, komm, okay? Ja, mach ich. Wir hatten ja das 12 Uhr Zeichen ausgemacht und an das wollte ich mich jetzt halten, weil in 15 Minuten ist es ja genau 12. Weiß, hab grad schon auf die Uhr geguckt. Okay, also ich melde mich dann wieder, wenn ich hier abrücke. Okay? Okay. Alles klar. Gut, dann. Bis später. Jo, ciao. Ciao. Ja, Leute, das ist ja hier. Ist ja hier nicht unbedingt Koppenrad und Wiese Kaffeefahrt Deluxe, sondern. Das ist ja echt gefährlich, was ich hier mache. Ich hatte mich im Jahr 2009 bereits informiert. Wie klingen dann Tonaufnahmen von dämonischen Aktivitäten? Und bin damals über Tonaufnahmen gestolpert, die irgendwie wie ein Klackern klingen, also recht merkwürdig. Ich selber habe sowas vorher nur einmal aufgenommen, in einer Leichenhalle. Aber hätte ich gewusst, dass das nicht das letzte Mal war, hätte ich es wahrscheinlich jederzeit im Hinterkopf gehabt. Aber wie sagt man immer so schön, es trifft dich dann, wenn du nicht damit rechnest. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist das?
was fucking scheiße war das? Was fucking scheiße war das? Das verunsichert mich jetzt gerade etwas. Was war das für ein Geräusch? Wer bist du? Was willst du von mir? Ich muss mal kurz weg. Ja, nur hier irgendwo hinzukommen, ist schwierig. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Erstmal weg hier. Alter, ich kreis hier wie blöd. Es kam genau von da. Ich bin mir 100% sicher, dass es genau am Galgen war. Jetzt wird's fusselig. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, Leute, ich steckte mitten in einem Herzschlagfinale. Mein Puls raste und das Adrenalin verhinderte das überhaupt wahrzunehmen, was gerade alles um mich herum passiert. Aber dann kam echt nochmal ein Knaller, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Puls explodierte. Wollt ihr mir irgendwas sagen? Hm? Jetzt könnt ihr es sagen. Was passt bei euch nicht? Ich stehe bestimmt 5 Meter von dem Koffer weg. Boah, ich muss hier ganz kurz mal raus. Was war das? Was war das? Was war das? Jetzt umzingelt ihr mich, ne? Oder du bist das? Du bist das, ne? Lass mich raten, du bist das. Du Gesicht, Alter. Mir reicht's langsam mit dir. Ich such dich jetzt, egal wo du bist. Bist du hier drin? Mir reicht's, echt jetzt. Ich will, dass du dich aus meinem Leben verpisst. Hast du mich verstanden? Und bleib von meinen Sachen weg, das sind meine Sachen. Und wenn ich will, dass es offen bleibt, dann bleibt das verdammte Scheiße offen. Alter, jetzt hat mir jemand die Zigaretten aus der Tasche gezogen. Also jetzt wird's komisch. Die waren fest in meiner Tasche drin. Und gerade eben, wo ich aufstehe. Gut, vielleicht bin ich jetzt auch durcheinander ein bisschen. Und das war jetzt echt nur ein Zufall. Aber dass das Ding zugegangen ist, war kein Zufall. Und dieses Geräusch war auch kein Zufall. Und das mit dem Ball war auch kein Zufall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt werde ich nervös. Jetzt werde ich echt nervös. Was willst du von mir? So, verdammte Scheiße, stehst du da oder was? Ich hätte gerade schwören können, dass da jemand steht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nee. Nee, das ist nicht so cool jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Auch, dass du an meine Sachen gehst. Das mit dem Ball ist eine Sache, das habe ich dir erlaubt, aber geh nicht an meinen Koffer, okay? Oder willst du mir damit sagen, ich soll einpacken und verschwinden? Boah, also ich werde schon mal auch meine 7 Sachen gleich zusammenrichten
Und dann gibt es halt nur ein 30k-Abo-Specialchen. Kann man das sagen? Specialchen? Leute, ich muss mich gerade einfach ein bisschen ablenken, weil ich drehe sonst hier durch. Ich drehe hier echt durch. Aber eins werde ich mir nicht nehmen lassen. Nochmal da hochzugehen, wo das mit meinem Schuh war. Und das mit super geilem Licht. Ganz klasse. Ich freue mich. Ja, wenn du dann auch eine Lampe hast, die kaum geht und die ganze Zeit spinnt und an und aus geht. Leute, wie gesagt, verzeiht mir diese ultra schlechte Qualität heute Abend, aber... Ey, ich mach mir echt frei weg in der Hosen. Gut, dann laufen wir doch mal den Weg hoch, wo das damals passiert ist. Ich weiß, ihr könnt nicht viel sehen, ich werde den Boden filmen. Ich werde den Boden filmen, dass ihr wenigstens einigermaßen ein Bild habt. So geht's, aber nach vorne ist halt absolute Dunkelheit. So, jetzt müssten wir auch gleich da sein. Da machst du mir nichts, ich tue dir auch nichts. Aber ich sag dir, beißt du mich, beiß ich dich auch. Ja, hier war's gewesen. Hier war's gewesen. Hallo, ist hier jemand? Da ist es wieder, da ist es wieder! Scheiße, leck mich am Arsch, geh jetzt nach Hause! F*** you! Fuck! Habt ihr das gehört, Leute? Und das ist kein Tier. Nein, definitiv nicht, das ist er. Ja, er will mir wieder einen Arschtritt verpassen. Aber ich sag dir was. Wir zwei reden, bevor ich gehe. Ich sag dir das. Ich hoffe echt, wir haben das alles, oder ich habe das alles auf der Kameratonspur. Ich bin total durch. Ich bin total durch. Aber wieder was. Das ist immer so wie so ein Klackern oder irgendwas. Und das macht mir richtige Angst, verdammte Scheiße. Das macht mir richtige Angst. Es ist doch alles nicht mehr normal. Oh, da ist was vor mir. Leute, da ist jemand vor mir. Wer sind Sie? Das Scheißlicht. Da steht wirklich jemand vor mir, weil es ist alles schwarz, obwohl das Licht vor mir ist. Gehen Sie einfach zurück, okay? Oder sprechen Sie und sagen Sie, wer Sie sind. Bitte. Bleiben Sie stehen. Ey, ich hau dir ein, ist mir scheißegal, okay? Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Ich glaube, ich hau hier ab. Ich sehe nichts mehr vor mir. Ich sehe nichts mehr, aber ich sehe, dass da jemand steht. Okay, ich verhalte mich jetzt erstmal ganz, ganz ruhig. Kommt auf mich zu. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu. Auch sehr geil. Ich quatsch die ganze Zeit und irgendwie ist die Kamera auf Stopp gegangen, obwohl ich nicht Stopp gedrückt habe. Nee, reicht. Sorry, Leute. Tut mir leid, aber ich habe Frau und Kind zu Hause. Mir langt das. Nee. Oh. Was bitte war das? Was bitte war das? Leute, ich bin jetzt bestimmt hier noch 10, 15 Minuten
wieder hochgegangen, weil ich sicher war, dass da unten jemand gestanden hat. Und ich bin am Arsch. Also nein, ich gehe für euch gerne weit, aber jetzt ist hier eine Grenze erreicht, wo ich sagen muss, stopp, ich werde ihm jetzt noch ein paar Takte sagen, dann verpisse ich mich hier, aber vorher packe ich alles zusammen. Ich will dieses Geräusch nicht mehr hören. Hast du gehört? Ich will dein Geräusch nicht mehr hören. Spaß dir. Oh, wird Zeit, glaube ich. Wird echt Zeit. Alleine dort zu sein, war echt eine ganz andere Hausnummer. Niemand dort, der dich beschützen kann. Niemand, mit dem du reden kannst. Aber ich musste irgendwie runterkommen. Also flüchtete ich mit meinem Handy Richtung Facebook in unser neongrünes Wohnzimmer. Um ein wenig mit den Fans zu quatschen. Die waren ganz verdutzt, weil die wussten ja auch von nichts. Aber 1000 neongrüne Herzen schicke ich euch. Danke fürs Runterholen. Das hat mir echt gut getan in diesem Moment. So, ich bin gerade live. Ja, so viel zum Special. Die Leute bei uns im neongrünen Wohnzimmer schauen gerade zu und sehen gerade auch, dass der Marc echt einen Dachschaden hat. Und ja, so läuft das heute Abend. Jetzt gucke ich mal in die andere Kamera. Und ich meine, ihr habt es bisher schon gesehen, was passiert ist. Ich will ja einfach nur noch weg. Definitiv. So, was schreiben die Leute? Ja, im Galgenwald ist definitiv irgendwas, was nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Das kann ich auch definitiv so wiedergeben. Und so Leute, ich war ganz kurz mal bei uns im neongrünen Wohnzimmer auf Facebook und habe mal ganz kurz mit meiner Community gequatscht, weil ich habe einfach mal kurz ein bisschen Ablenkung gebraucht. Das hat es definitiv gebracht. Ich bin jetzt soweit, hier nochmal eine kurze Ansage zu machen und mich dann ganz gepflegt zu verpieseln, weil mir wird es einfach zu heiß hier. Ja. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, boah, 30.000 Abo-Special, habe ich jetzt gedacht, hier der Marc wird in der Luft zerrobbt und der Dämon kommt und macht aus ihm Hackfleisch. Aber ich bin ganz froh, wenn ich gleich hier weg bin, Leute, glaubt's mir. So, im Hintergrund der Galgen. Ich muss mal ganz kurz mein Handy hier abwürgen, um mich konzentrieren zu können. Also, Freund und Sportsgenosse, ich mache mich jetzt hier los. Und wenn du mir die letzten Monate wirklich gefolgt bist, war das bestimmt für dich sehr spaßig gewesen. Ich fand's irgendwie nicht so toll. Und ich sag's dir nochmal, im Namen Jesu Christi, du folgst mir nicht mehr. Du bleibst bitte hier. Ja? Sonst wirst du dich an einem Ort wiederfinden, der dir nicht gefällt und von dem wirst du nie mehr wegkommen. Bis in alle Ewigkeit, ich sag dir das. Ich will hier niemandem was Böses. Ich möchte hier in Frieden abziehen. Und hoffe, dass jeder das respektiert, der mich hier gerade sehen und hören kann. Bitte lasst mich und meine Familie zufrieden. Und wie gesagt, ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen. Ich habe Respekt vor dir, wirklich. Ich habe Respekt vor dir. Aber jetzt hab auch bitte Respekt vor mir, meiner Familie und meinem Glauben. Und bleib bitte hier. Folgt mir nicht mehr. Jetzt wird er sauer, glaube ich. Jetzt wird er, glaube ich, sauer. Aber ich habe es ihm gesagt, mehr kann ich nicht machen. Meine Mission ist definitiv um. Was hat das heute Abend gebracht? Ja, das erzähle ich euch, wenn ich gleich im sicheren Auto sitze. Ich habe noch ein bisschen was zu tragen. Und dann werden wir weitersehen. Aber ich werde jetzt erstmal hier ganz gepflegt einen Schuh machen. So, habe ich alles. Sieht gut aus. Ach kommt schon. Jeder von euch hat doch bestimmt schon mal so eine fixe Idee im Kopf gehabt und sich gedacht, das mache ich jetzt ganz einfach mal. Und hat dann gemerkt,
es war nicht die beste Idee. Aber ich bin stolz drauf. Stolz drauf, dieser unheimlichen Energie und Atmosphäre dort standgehalten zu haben. Stolz drauf, mich dort für meine Familie eingesetzt zu haben. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass vielleicht jetzt ein bisschen Ruhe in unser Leben einkehrt. Und nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinge kaputt gehen oder irgendwelche Dinge schief gehen und man einfach keinen Spaß mehr hat. Und nein, es war natürlich keine 2 Stunden Mega-Episode. Aber alles, was ihr dort gesehen habt, ist genau so passiert. Und das macht es so besonders. Diese Aktion wird definitiv einmalig bleiben. Ohne mein Team gehe ich nirgendwo mehr hin. So, okay, was bleibt noch zu sagen? Bleibt neongrün, macht nicht so einen Mist wie ich, lasst euch nicht anquatschen und ihr wisst Bescheid, nicht die bösen Mächte ärgern. Mich hat jemand am Fuß festgehalten, mein Schuss weg.